Ja, fick dich, du Murat! Er ist der Frechste auf der Welt, denn er ist jung und braucht das Geld. Er lebe hoch. Und es geht schon wieder los. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Yes! Here we go! Stream! Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch. Willkommen zu einem schönen Mittwochstream. Es ist Mittwoch, meine Kerle, Kerlinnen und alle jenseits davon und dazwischen. Schön, dass ihr da seid. Ich hab's euch gesagt vorher, wir probieren uns ein bisschen aus. Heute im Stream One Piece Odyssey habe ich geschossen für ein 20 im Schlussverkauf auf bei dem Schlussverkauf eines bekannten Online-Shops, bei dem ihr alle viel zu viele Sachen bestellt. Wir probieren das mal aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Als es rauskam, fand ich das sehr interessant, weil es war Turn-Based, also es ist klassisches rundenbasiertes Kampfsystem. Ein One Piece Final Fantasy, könnte man ganz plakativ sagen. Und ich weiß nicht, wie gut das ist oder nicht, aber da schauen wir gleich gemeinsam rein. Erstmal schön, dass ihr da seid. Alle Menschen, die mir hier schon was in den Chat geschrieben haben. Zum Beispiel Tago. Tago, ich hoffe, du magst eine neue Notification. Amjai, vielen Dank für die verschenkten Subs übrigens, Amjai. Melly the Happy Dentist, hallo, hallo. Confoxius, Ayase. Yannicksche, Erinachi-chan, Eileen E. Da kommt gerade Arti rein. Hallo, Arti. Johannes Bauer, Richie, Senftaucher, Psycho Junior, Steiser 3000, Ria. 897, ich habe die Ehre, Ria. Habe ich wen vergessen? Gamblade. Eme 0815. Halli, hallo. Wie geht's euch denn eigentlich? Alles klar bei euch? Geht's euch gut? Ich hoffe doch. Hallo Jaker! Hallöchen Jaker! Hoffentlich geht's dir auch gut. Wish? Nein. Ich hoffe nicht. Hat jemand von euch jemals was bei Wish bestellt? Ich habe tatsächlich ein einziges Mal was bei Wish bestellt. Ein einziges Mal in meinem Leben. Wobei das neue Wish ist ja jetzt Temu, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Einmal habe ich bei Wish was... langjährige Zuschauer, Zuschauerinnen erinnern sich an den Leisure Suit Larry Stream, wo ich voller Sexappeal ein weißes Sakko zerrissen habe, das ich an meinem Körper trug. Das ist quasi von mir abgeplatzt.
das war von Wish. Das war damals von Wish. Ja. Ab morgen Urlaub, Arti. Oh, cool. Wie lange hast du Urlaub? Ich könnte auch mal wieder Urlaub vertragen. Was sagst du dir zur Steam-Version von Kingdom Hearts? Dann wirst du es dir holen. Kingdom Hearts. Hallöchen, Kingdom Hearts. Ich habe ja die, ich habe die Epic Game Store Version. Ich habe ja Kingdom Hearts schon lange und oft und viel mit euch. Oh, vielen Dank für den Fünfer, Amjai. Dankeschön, danke, danke, danke. Ehre, danke. Ich habe ja Kingdom Hearts schon oft und viel auf dem PC mit euch gestreamt. Auch mit Mods und all sowas. Und komischen Challenges. Von daher kenne ich natürlich die PC-Version. Die werden, glaube ich, zu 99% identisch sein. Nur die sind jetzt auf fucking Steam, also ab morgen dann. Und das ist viel besser, weil der Epic Games Launcher ist völliger Müll. Er kotzt mich nur an. Als die News kamen, dass Kingdom Hearts für den PC jetzt endlich auch auf Steam kommt, habe ich sofort, instant, den Epic Games Store von meinem Rechner geschmissen. Dann werde ich die Version hoffentlich nie wieder spielen müssen. Ja, ich werde mir aus Prinzip die Kingdom Hearts Version von Steam holen. Ich bin mal gespannt, was sie kosten auf Steam. Ich hoffe, sie sind deutlich günstiger. Aber wenn man sich so die Preispolitik von Square Enix auf Steam so anguckt, glaube ich das nicht. Ich wette, die hauen jede Collection zum Vollpreis raus. Also, das wird schon, boy oh boy, the price of freedom is steep. Wie Zack sagen würde. Dann hole ich sie mir nicht sofort, dann warte ich, bis die irgendwann mal in einem Sale sind oder so, weil Sales hat Steam wirklich genug. Aber ich bezahle doch nicht. Wenn du bedenkst, erste Collection, zweite Collection, dritte Collection, plus Kingdom Hearts 3, plus vielleicht Melody of Memory. Na, Melody of Memory klammern wir mal aus. Also 4 Spiele, 60 Euro potenziell, nur dafür, dass ich sie auf Steam habe. Spiele, die ich schon 800 Mal durchgespielt habe. Die ich auswendig kenne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nichts, weil der Clip nicht funktioniert. Egal. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Also, ob das muss. Weiß ich nicht. 240 Euro? Nee. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Werden wir sehen. Vielen Dank für den Sub, Nimbulan. Schön, dass du da bist. Ja, natürlich auch vielen Dank an die ganzen anderen Subs vorhin, ne? Natürlich. Dankeschön, 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 Kinder. Danke, danke. Taco, ich glaube halt auch brutal Vollpreis. Das wird, ja. So. Der Amjai kommt drauf an. Und wenn du einen PC hast, der leistungsfähig ist, und wenn du Kingdom Hearts zum Beispiel modden willst, dann, ja, dann lohnt es sich. Modden kannst du es nur auf dem PC. Und ich hasse wirklich den Epic Games Launcher aus Leidenschaft und deswegen, ja doch. Hab mir für 38 Euro bei Instant Gaming geholt, zumindest 1.5 plus 2.5. Aber schon die Steam-Version? Das wäre krass. Das wäre günstiger, als ich gedacht habe. Ja. Hallo Rogix übrigens. Seht, Hallöchen. David. Grrrgt. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Moin, moin. Hier, da hast du den Epic Games Launcher. Ja, der ist ja auch Müll. Ist ja auch Müll. Anyway. Wenn es euch soweit gut geht, können wir ein bisschen versuchen, Piratenkönig zu werden, ja? Los Hermanos! Guten Abend. Luffy DX. Hallöchen, Hallöchen. Wie passend. Wie passend, dass diese Notification von Luffy, dem Ehrenmann, jetzt kommt. Da können wir nämlich mal auf die Grand Line. Aritokema yume wa kakiatsune Tarashimono danashi ni yuku no sa One Piece. So, warte mal, ich muss erstmal mir wieder den Screen auf mein Screen legen. Ta-ta-ta-ta. Ich habe es auch noch gar nicht gestartet. Ich habe es nur installiert. Ich habe es. Oh, das ist nice. Du startest das Spiel, das direkt ein Original-Artwork von Oda. Okay, das ist cool, Mann. Vielen Dank für den Sub, Sisi. Hallöchen. Das ist cool. Wobei, mittlerweile ist es ein bisschen inflationär, ehrlich gesagt.
Also Oda macht irgendwie gefühlt für jedes, mittlerweile für jeden Filler-Dreck macht er irgendwie eine Custom-Zeichnung und dann damit Shueisha oder wer auch immer sagen kann, guck mal, das ist original quasi. Also ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr non-Kanon sein, alles was hier passiert, das ist meine Erwartungshaltung. Aber das muss ja nicht immer schlecht sein, das kann ja auch mal ganz cool sein. Ja, ich, Helligkeit stelle ich mir ein bisschen schwer, das hier einzustellen, ich mache das jetzt einfach mal so. Den Jolly Roger. Es kann ja nicht schlimmer sein als One Piece World Seeker. Oder? Es kann nicht schlimmer sein als One Piece World Seeker. Das geht ja gar nicht. Also One Piece World Seeker war eins der schlechtesten Spiele, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Das war ein richtiger Krampf, ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ja. Ja. Und es ist cool, dass es natürlich den normalen japanischen Dub hat. Wobei, ich glaube, das letzte One Piece Spiel, was einen englischen Dub bekommen hat, war irgendwie vor PS2, ne? Weil die sowieso wissen, dass die keiner hören will. Also wieso alle den japanischen Dub hören wollen. Premium wäre es natürlich, wenn wir die deutschen Sprecher, wenn wir einen deutschen Dub in dem One Piece Spiel hätten, das wäre richtig Killer. Aber ich bezweifle, dass bei diesen Anime Lizenzspielen genug Geld für eine richtige, anständige deutsche Lokalisierung da ist. Das bezweifle ich. Frankie! Name! Jumpa! Juhuhuhu! Usopp! Simply amazing. Killaflo, vielen Dank für die Stufe 2 Sub. Aber ich weiß nicht, warum das GIF nicht kam. Dankeschön. Aber ja, Robin war auch simply amazing, natürlich. Dankeschön. Oh, natürlich. Luffy! Die Netflix-Serie. Da haben wir einen eigenen Podcast zu aufgenommen, Los Hermanos. Kannst du dir anhören. Lage der Nation. Gibt eine eigene, dedizierte One Piece Netflix-Folge. Da habe ich dir, ich glaube, in 1 oder 2 Stunden kannst du mich da auf dein Ohr legen und dir anhören, was ich zu der Netflix-Serie denke. Find bis heute immer noch, das beste One Piece-Spiel, was ich je gespielt habe, war One Piece Unlimited Adventure auf der Wii. Dabei war das objektiv gesehen auch echter Lizenzmüll. Aber es war verhältnismäßig guter Lizenzmüll, zumindest in meiner Erinnerung. Ich müsste es vielleicht heute nochmal spielen, vielleicht würde ich das jetzt kritischer sehen. Aber es war tatsächlich besser als Unlimited Cruise 1 und 2, die bei uns rauskamen. Und Unlimited Adventure kam nie bei uns raus. Also mein Tipp, wenn ihr ein gutes One Piece Spiel haben wollt, One Piece Unlimited Adventure, importiert euch das oder so, für die Wii. Ja, ich stimme allem zu, nehmt meine Seele. Oh nein, du hast die Geschäftsbedingungen akzeptiert. Jetzt gehört uns dein Leben. Was? Wäre ich gleich an den Arsch von irgendeinem Asiaten genäht, der dann Tintenfisch isst. Oder Vanillepudding. Oder beides. So, neues Abenteuer, natürlich. Übers Meer. Auf die Lupe zugreifen. Hm. Nein, brauchen wir nicht. In einem Naruto-Spiel haben wir den deutschen Dub bekommen. Excuse me. Echt? Es gibt... Also erstmal, der deutsche Naruto-Dub ist ja aus der Hölle scheiße. Der ist ja unhörbar scheiße, der deutsche Naruto-Dub. Und den haben sie... Oh, die 5 Weisen. Krass. Es gibt tatsächlich ein Naruto-Spiel, was den deutschen Dub hat, ja? Was zur Hölle? The more you know, das wusste ich nicht. Bis die 5 Weisen ja in den aktuellen Kapiteln jetzt stark in Szene gesetzt. Weiß ich auch immer noch nicht, wie ich das finde mit den 5 Weisen, was in aktuellen Kapiteln so los ist. Schwierig für mich. Oh ja, stimmt. Pirate Warriors ist Guilty Pleasure, das stimmt. Aber objektiv ist, glaube ich, Unlimited Adventure ein besseres Spiel als Pirate Warriors. Also ich fand das erste Pirate Warriors cool. Das zweite fand ich schlimm Müll. Das dritte war wieder richtig nice, weil das so vollgestopft war mit Content. Wirklich, ich glaube, Pirate Warriors 3 ist der beste Pirate Warriors Teil, den ich gespielt habe. Und Teil 4 war wieder sehr ernüchternd.
Und jetzt gab es ja lange kein neues Pirate Warriors mehr, weil sie nicht mehr so viel hinzufügen können, denke ich. Vielleicht wird Pirate Warriors 5, wenn es dann irgendwann rauskommt. Mit Gear 5 und sowas passt dann ja. Pirate Warriors 5. Vielleicht wird es dann wieder sehr nice, mal sehen. Also erstmal sind sie jetzt hier irgendwie auf der Grand Line natürlich wieder gestrandet, weil sehr seltsame Wetterverhältnisse natürlich dort herrschen. Das wissen wir alle. Der Strohhut alleine am Strand. Nein, so geht das doch nicht. Riesiger Hut im Vergleich zu ihrem Kopf. Ich finde es auch witzig, dass der Strohhut, wenn er gezeichnet ist, egal ob im Manga oder Anime, ist er halt relativ putzig. Also relativ kleine Kuppel, nenne ich es mal. Breite Krempe. Aber sobald er irgendwie in 3D animiert ist, ist das immer so ein, wie so ein Baustellenhelm. Irgendwie, ich weiß nicht. Okay, er hat den Hut verloren, das geht natürlich nicht. Stimmt, Pirate Warriors 4 hat tatsächlich nochmal sehr lang und sehr spät nochmal DLC bekommen. Fand ich total nice. Anstelle davon zu sagen, wir machen den EA-Move wieder und bringen einfach ein neues Spiel raus, was nur recycelter Content ist, um die Leute, um ihr Geld zu prellen, fand ich es cool, dass sie gesagt haben, nö, wir bringen einfach nochmal für ein 5, 6 Jahre altes Spiel DLC jetzt raus. Einfach nochmal hier Kaido und Ruffy als Gear 5 und so weiter und Oden, glaube ich, als DLC-Charaktere. Fand ich mega gut, dass sie das gemacht haben. Aber, ja. Die können doch einfach mal in eine neue Engine investieren, finde ich. Auch wenn das eigentlich verhältnismäßig cool aussieht, muss ich sagen. Ist jetzt auch schon auf der PS5, ist ja nicht mehr PS4. Also du merkst definitiv, dass das die alte Engine ist, die Bandai Namco da schon seit Ewigkeiten für One Piece Spiele nutzt. Aber trotzdem finde ich, jetzt auf den ersten Blick hier, also wenn du Chopper jetzt so siehst, die Texturen so von ihm und Blickreichweite, Animation von den Charakteren, Haare wehen so ein bisschen, es sieht schon, also ich habe schon Schlechteres gesehen. Haut mich jetzt nicht um, aber ich habe schon Schlechteres gesehen. Ja. Das sind riesige, leuchtende, blitzende Kristalle, was auch immer das für Dinge sind. Brücke! Bunte Vögel. Eine geheimnisvolle Insel. Ah, jetzt da. Eine Insel. Ach, Kesusix, Hallöchen. Halli, hallo, Hallöchen. Hallo, Kesusix. Oi! Brücke! Ja, Taco, das, was du zu Cruise schreibst, genau das, nur in noch geiler und ausführlicher, hast du bei Unlimited Adventure. Da musst du auch richtig viel craften und so weiter. Und jedes Mal hast du verschiedene neue Animationen, wenn du dann mit Lysop oder mit Frankie irgendwas zusammen craftest und so weiter. Das war mega nice. Ja. Ja, Textboxen. Die man nicht zwingend braucht, glaube ich. Oh, darf ich spielen? Ich darf spielen. Suche die Crew. Bewegen. Wow. Ich habe mich einmal im Kreis gedreht. Direkt der nächste Screen. Ja, okay. Ja, okay. Wenn da was ist, dann klicke ich das an. Okay, okay. Also. Dokoda! Nami! Ja, gut, man sieht es natürlich, wenn ich jetzt hier so mit Ruffy rumlaufe, wäre es natürlich schon cool, wenn er jetzt schreit, wenn einfach sich sein Mund auch vielleicht bewegen würde. Aber naja, dafür ist das Production Value dieser Anime-Spiele wahrscheinlich zu gering. Das ist gerade mein Observationshaki, ja? Ja, das ist cool. Finde ich gut. Aber das gab es auch schon in, wie hieß es? Worldseeker, was so kacke war. Aber wie kann ich das denn untersuchen? Observationshaki, springen, interagieren. Ach so, mit Kreis. Okay, jetzt kann ich das nicht untersuchen? Was soll das? Bewegen, Karte, Menü, Fokus, Perspektive.
Nö, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Aha. Wenn es aufleuchtet, dann kann ich es mir angucken, oder was? Aha. Komische Muster. Ruffy. Du bist ein Mann für Details. Wir gucken. Wir gehen erstmal zu Franky. Ein unterschätzter Strohhut. Wobei ich liebe alle Strohhüte. Ja, die haben ja Unlimited Adventure 2 quasi gemacht mit Unlimited Cruise. Nur halt in schlechter. Das ist sehr schade, aber ja. Ich glaube, Unlimited Adventure hat sich damals auch gut verkauft und deswegen haben sie es dann halt ausschlachten wollen, die Säcke. Ja, das stimmt allerdings auch. Das stimmt schon. Also ich finde auch, Franky ist der einzige der Strohhüte, der beim Timeskip verloren hat irgendwie. Also ich fand auch tatsächlich Pre-Timeskip Franky besser als Post-Timeskip Franky. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag ihn natürlich immer noch, aber ich fand den Pre-Timeskip Franky einfach cooler designt und irgendwie charmanter. Einfach außer wie Popeye. Ne? Er war ja einfach eine Hommage an Popeye. Er war ein Punk-Popeye. Elvis Ace Ventura Popeye. Das war Franky. Jetzt ist er irgendwie nur noch ein Schrank. Wenn man die Muschel ordentlich salzt und grillt, schmeckt sie super. Das ist doch keine Muschel. Na gut, in der One Piece Welt ist das eine Muschel, aber es sieht eher aus wie so. Weiß ich nicht. Wenn Gary von SpongeBob ein bisschen was von dem Us der Turtles abbekommt. So sieht das Ding aus, Alter. Miau. Chopper sieht doch genauso aus. Nach dem Timescape. Er hat doch nur einen weiteren Hut auf. Er hat doch nur einen. Chopper hat sich überhaupt nicht verändert. Oder meinst du generell, dass Chopper nichts mehr zu tun hat? Ja, das finde ich auch. Das kotzt mich mega an, dass Chopper in One Piece mittlerweile ja gar nichts mehr tun darf. Und der wirklich nur noch Maskottchen ist. Dabei wollte Oda ja eigentlich damals von Anfang an nicht, dass Chopper ein Maskottchen ist. Aber Maskottchen verkauft sich halt besser. Merchandising und so. Und Money, Money, Money. Und deswegen ist Chopper immer cuter geworden. Aber selbst wenn er cute ist, finde ich, ist das kein Grund zu sagen, er darf keine Kämpfe machen. Oder so. Dass der auf Onigashima keinen richtigen Kampf hatte, das ist richtig. Das ist. Bis heute muss ich sagen. Was für ein Crime! Unfassbares Crime. Lieblingscharaktere in One Piece hat von jemand gefragt. Ich glaube, das ist pretty lame. Pretty lame. Das sind einfach meine Lieblingscharaktere. Sind einfach. Also erstmal grundsätzlich, ich mag alle Strohhüte. Ne? Alle liebe ich. Ich liebe alle Strohhüte. Das ist schon mal das eine. Aber wenn ich sagen würde, irgendwie so Favorite Picks bei One Piece Charakteren, oh, schwierig. Ich würde sagen Ruffy, Shanks, Blackbeard und Doc Bader. Ja. Wobei Kagara und Noland waren auch sehr cool. Nami Swan! Also, boah. Ich liebe eigentlich so gut wie alles an One Piece, von daher. Kann man. Ja, Whitebeard ist auch einfach. Whitebeard ist einfach auch ein Macher. Ja? Alle. Also, One Piece hat so viele geile Dinge. Kann man. Wir müssen auch irgendwann mal den One Piece Podcast oder die One Piece Podcast-Reihe starten. Wobei, ich glaube, dann töten Vince und Sefitz mich. Weil dann. Heißt denn hier irgendwie so ähnlich wie bei Metal Gear Solid oder so? So Folgen, so eine 8-Folgen-Podcast-Reihe oder sowas, von denen ich bei 2-stündigen Podcasts jeweils nur 1-stündige Monologe halte oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich denen das antun möchte, aber prinzipiell denke ich mir so für die Komplettheit müsste man das eigentlich mal machen. Aber mir hängt ja irgendwas zwischen den Zähnen hier hinten. So nervig. Keine Gewitterwolken, aber Blitze. Luffy. Stört euch die Textbox gerade genauso sehr, wie sie mich stört? Ah, gerade war sie weg.
Robin ist der Gruppe beigetreten. Ja, Mann, Inis Lobby, bester Arc. Taco, ich bin so wütend! Taco einfach, diese Textbox! Taco! Taco sieht die Textbox und rastet einfach nur völlig aus. Ja. Taco zur Textbox. Ich hau dir aufs Maul! Piss, der Textbox ist out. Nein. So. Ich rieche Nami. Nein! Der Weep bleibt drinne. Nein! Ich lasse den Weep nicht raus! Nein! Er bleibt drin! Brook, Zoro, Nami fehlen. Jinbei, war der hier schon dabei in dem Spiel? Weiß ich gar nicht, ob man den hier schon dabei hat als Partymitglied. Du solltest den Chopper-Hut tragen zum Stream. Ah. Oh. Haben wir den noch? Den Chopper-Hut? Weißt du, wo der ist? Ich weiß nicht, wo der ist. Also zum einen ist der so klein, dass er nicht auf meine Birne passt, weil ich einen riesigen Schädel habe. Aber wenn du mir sagst, wo der ist, oder du mir den bringst, dann setze ich den auf. Natürlich. Was ist das? Es leuchtet. Kicher. Gefällt mir. Ja, Ruffy ist mein Spirit Animal. Ah, ein Speicherpunkt. Okay. Let's save the game, dude. Wow. Was ist das? Ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Der ist im Schlafzimmer, echt? Ey, wenn du mir den bringst, mache ich das. Ich setze den auf. Vielen Dank für den Sub. Robin Ziegler. Dankeschön, Dankeschön. Ach, Witchy, auf damit. Okay, Felix, wie kommst du jetzt bitte davon auf Souls-like? Ah, hallo Kuchen. Ist doch Kuchen, oder? Zweiter Account oder so? Kennt ihr noch Genta von Detektiv Conan? Ich glaube, das ist Genta, der hat einfach von der Gorilla-Frucht gegessen. Weil er so einen dreieckigen Schädel hat, Alter! Alter. Wichtig ist, dass ich den mit der Chaput. Luffy, Kong von der Marine. Ja, ob der nochmal auftaucht und irgendwas reißt, weiß ich nicht. Den hat man irgendwie nur in einem Kapitel in zwei Paneln gesehen und danach ward er nie wieder gesehen, ne? Hier geht's nicht lang. Außenrum, natürlich. Aber dass ich nicht schneller laufen kann, irgendwie. Das ist ein bisschen Ruby, tedious. Ich glaube, ich bin tatsächlich schneller, wenn ich einfach rumspringe. L2 zielen, L2. Und Gum Pistole! Jetzt! Hatte Nami vor der Bestie. Hm, Magic Mushrooms. Sehen aus wie diese Embleme von Dragon Quest 11, aber das werden sie nicht sein. Das stimmt allerdings, Eddie. Aber Ruffy würde... Das Spiel möchte dir weismachen, dass Ruffy ja jetzt nicht die anderen zurücklassen würde, nur um eine Gum-Gum-Rakete zu machen, um da schnell zu dem Gorilla hinzufliegen. Aber wir alle wissen, natürlich würde Ruffy das sofort machen, weil er nicht drüber nachdenkt, der reagiert einfach. Kann man diese Pilze essen? Ja, das ist wie Fliegenpilze. Die sollte man nicht essen, habe ich gehört. Und das sind Power-Up-Pilze von Mario. Da leuchtet was. Aha.
Aha. Vitalapfel. Ogerzwiebeln. Blaues Pfefferkorn. Giftkastanie. Statue. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie die aus dem Upper Yard. Oh, ist nice, dass sie das nochmal referenzieren. Aha, okay, guck mal, hier wird ein Referenz. Jaya wird hier referenziert. Not bad, hätte ich nicht gedacht. Wichtigster Arc in der Geschichte von One Piece in der Retrospektive. So, was zum Fick, was sind das denn für. Has Game Freak gone too far? Ganz ehrlich, die könnten einfach. Das könnten einfach neue Pokémon sein. Würde ich denen voll zutrauen. Die sind so ugly, es könnten neue Pokémon sein. Hast du den neuen Teil? Nee, ich hab das. Du meinst dieses Behind the Scenes Blabla mit David Hayter? Nee, hab ich nicht gesehen. Ich hab nur das Xbox Game Showcase letztens noch geskippt und das Summer Game Fest geskippt, weil ich es nicht gesehen hatte. Also Xbox war besser. Das Xbox Showcase war besser als Summer Game Fest. Hätte ich vorher nicht gedacht, aber it is what it is. Ich hoffe, dass Nintendo und Sony vielleicht noch was rausklatschen, so spontan. Aber naja, weiß nicht, ob da noch was kommt oder nicht. Bam! Fall aufs Maul. Isa. Bam! Da habe ich nochmal eingetreten. Bam! Ja, ja, okay, Angriffsreihenfolge. Kratere, jetzt ist er dran. Los, Lysop, schieß ihn weg. Sagen wir, Lysop den jetzt auch mit einem Schlag irgendwie umgehauen hätte, wäre seltsam. Aber Frankie, come on. Lysop kann doch nicht so schwach sein wie Frankie. Andersrum, Frankie kann doch nicht so schwach sein wie Lysop. Da geht doch nicht. Also ich glaube, ich würde Lysop in so einem Spiel, in so einem RPG einfach zum Support-Charakter machen. Dann soll er halt die Charaktere buffen oder halt debuffen. Je nachdem. So würde ich das machen. Dass der keinen Damage dealen kann, großartig, das ist klar. Aber Zustandsveränderung und sowas, dafür, da würde ich Lysop für benutzen. Aber vielleicht kann er das später ja noch. Aber Frankie muss doch wohl auch richtig draufhauen. Ja, also. Nein, noch so ein hässliches Pokémon. Die sind aber auch hässlich. Fischgeiden. Was kann ich denn da? Den kannst du mehr als eintreffen und sowas. So, was haben wir? Gum Gum Pistole. Gum Gum Gatling. Ah, da siehst du den Wirkungsbereich. Okay, okay, okay. Gum Gum Gatling, 32. 32 SP sind das wohl, die ich dann verbrauche. Machen wir mal. Gum 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 Ja, das war klar, dass das passiert. Das Kampfsystem beruht auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Meinst du jetzt Pokémon? Oder meinst du jetzt hier One Piece Odyssey? Sehr viele RPG-Dinger basieren auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, ne? Oder? Hallo, Jambalaya. Ah, Leute, pre-ordert nicht. Egal, wie sicher ihr euch seid. Ich glaube, die einzigen Spiele, die ich noch pre-ordern würde, sind From Software-Spiele. Ansonsten, ne. Never pre-order. Ihr wisst nie, was ihr am Ende wirklich bekommt. Punker-Pinguine! Ich hab doch erst den Final Fantasy VII Rebirth gesehen. Chopper, der ja. Die finde ich wiederum cool, diese Pinguine. Die sind so typisch One Piece irgendwie. Sehen derpy aus. Die mag ich, die gefallen mir. Und besseres Design als die meisten neuen Pokémon. Dusta, Chupa. Teki wa nai kedo.
Und nie digital kaufen, das kommt auch noch dazu. Ja. Auch das nicht. Wenn ich vermeiden kann, kauft nicht digital. Uff. Die sind auch auf Krawall gebürstet. Lysop ist gelähmt. Okay. He's paralyzed. Die Gegner haben sich kopiert. Okay, die haben sich gebufft. Dramatische Szenen. Okay. In einer bestimmten Voraussetzung kommt es zu dramatischen Szenen. Diese können beispielsweise den gegnerischen Angriff erhöhen und dafür sorgen, dass Gegner mehr Schaden erleiden. Wenn er keine Gegner mehr gibt. Aha, okay, okay. Ah, okay. Du hast quasi. I see, I see. Es gibt quasi aufgeteilt verschiedene Plätze. Was kann er denn jetzt hier? Party Table Kick Course! Bam, 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 bam! Lysop ist gleich dead. Er ist gleich pretty dead. Guck mal, er kann doch bestimmt genau. Chopper muss doch heilen können. Armpointo. Kukutero Seo. Bereich. Ja, wir machen mal. Ja, doch eine Heilung und zwar auf Lysop. Ja, das macht Sinn. Dass Chopper der Healer ist. Hey, sieht ganz schön aus, diese scheiß Pinguine, ne? Kraft und Verbrennung. Bam! War schon eine coole Art Angriffsanimation, ja? Ich denke mir nur so, ich kann irgendwie schon so viel, habe ich das Gefühl. Ich muss ja irgendwie noch irgendwie. Noch was dazu bekommen im Verlauf des Spiels oder nicht eigentlich an Fähigkeiten? Ja, ich habe ja weder zu Alan Wake 1 zu Alan Wake 2 noch einen Bezug, aber Sephiroth hat sich auch sehr darüber gefreut über das DLC. Was mich richtig geflasht hat, war dieses, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber irgendwas mit 33. Ich glaube, französisches Entwicklerteam, rundenbasiertes Kampfsystem, aber super flashy und super cool. Ich habe das gesehen und dachte mir sofort, ja, so hätte ich dann gern jetzt Final Fantasy 17 das nächste Mal, bitte schön. Danke für den Sub, Richie, dankeschön. Weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber das sah richtig fesch aus, wenn ich das so gut spielt. Denke ich mir, ja, sowas bitte. Final Fantasy 17 mit so einem Kampfsystem, so Turn-Based Combat is not dead. Glaubt nicht, was irgendwelche anderen Studios euch sagen. Nami muss da oben sein. Ja, dann kann ich dann wieder hoch. Beziehungsweise Ruffy kann auch Dinge machen. Aber wisst ihr, was mir jetzt schon stört? Dass wenn ich so ein Pot da kaputt mache, ich trotzdem noch mal extra auf Kreis drücken muss, damit Ruffy das aufsammelt. Warum kann er das nicht direkt einsammeln, wenn ich den Pot da kaputt gemacht habe? Gehe ich jetzt runter zu dem Walross hier, oder? Kann ich gar nicht, warte, was ist? Seelöwenfamilie. Ja, große Fische. Walross. Das sind Säugetiere, aber gut, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch geschrieben. Metaphor, rundenbasiert? Das sagt mir gerade gar nichts. Kannst du da mal einen Trailer in Discord hauen oder so? Metaphor? Das sagt mir echt nichts. Frischer Fisch gibt auf den Tisch! Gib ihn ins Rohr! Gib ihn ins Zappelt! Gollum, Gollum!
Das ist eine Eidechse. Schade. Ich dachte, ich kann die Eidechse irgendwie umhauen, aber kann ich nicht. Leck mich am Arsch, sind die hässlich. Dass der nicht schneller laufen kann. Königshaar gegen die Eidechse, ja. Ich hab was von den Personen auf 5 mal. Oh! Doch, jetzt. Da klingelt's. Dunkel bei mir, dass die irgendwie so ein anderes Spiel noch in der Pipeline haben. Nice. Ray Ray, hallöchen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Danke, danke, danke. Boah, sind die hässlich, die Dinger. Eddie, danke für den Sub. Dankeschön. Zangenangriff. Wenn ihr euch nicht bewegt, schlage ich euch. Okay. Seltsame Lokalisierung. Effektivität von Typen. Der ist jetzt sowas wie Eis oder was? Kraft, Tempo, Technik. Aha, aha, aha. Ja, Schere, Stein, Papier. Macht irgendwie Sinn. Aber woher weiß ich, wer welcher Typ ist? Okay, ich kann auswechseln jeweils. Sanji ist jetzt dran. Sanji ist Technik-Typ oder was? Ne, warte, er ist... Was sagt er mir jetzt? Ist jetzt Sanji Kampf oder ist Sanji Technik? Er zeigt mir jetzt das Grün, geht nach unten. So, von Grün geht's nach unten. Heißt das jetzt... Ach so, ich sehe es da links neben dem Icon. Okay, ich hab's einfach wirklich nicht gesehen. Okay, Sanji ist Krafttyp. Und er ist jetzt Technik? Nein, das heißt, er ist schwach gegen Technik. Das heißt, ich sollte jetzt Robin einwechseln. Robin Swan! Nein, Robin Chan! Swan ist Nami. Robin Chan! Wieso kann das nicht getauscht? Wieso kann ich Robin nicht tauschen? Was erlauben? Gut, dann muss ich doch angreifen. Aber wen anders kann ich nicht angreifen. Ich kann nur mal ohne. Bam, bam, bam! Untersteh dich. So, Robin kann jetzt da. Sie ist stark gegen ihn. Oder stark gegen ihn. Ja, er ist Kraft. Und Kraft wird stark gegen ihn. Oder was? Ich check's nicht. Ich check nicht, was er jetzt ist, der Gegner. So, dass er Schießer ist, das macht Sinn. Pulverkugel, Usopps Gummiband, Usopps Hammer, Feuerstern. Hisatsu! Sonnenblumenstern. Kann ich nicht anzünden? Der da hinten, immer in einer Tempo. Bam! Guck mal, das hat gewämst. Angezündet. So, Ruffy ist natürlich auch Krafttyp. Ist die Frage. Momono, Pistole. Der zeigt mir, was gut gegen die ist, ne? Oder heißt das jetzt? Ich check's immer noch nicht. Wobei, der ist jetzt. Ist der jetzt Typ Tempo oder ist der jetzt Typ Kraft? Seht ihr gar nicht, weil ich mein Bild davor ist. Aber der rechte, da steht Kraft neben. Mach einfach gar mehr. Genki Dama! Ja. Links ist Tempo. Der da. Der da vorne. Hä? Ja, ich check's halt nicht. Ruffy ist ja Krafttyp.
Aber da ist jetzt Technik bei dem, wenn ich den anvisiert habe, den blauen, und da gehen die Pfeile nach unten. Deswegen check ich nicht. Ich will ihn doch auch gar nicht mit Technik angreifen. Steht neben der Liste, was die sind. Welche Liste? Ach so, rechts neben der Lebensleiste, das heißt, der ist Tempo. Und die Pfeile zeigen mir an, weil ich Kraft bin, dass das gegen Tempo gut wäre jetzt. Ja, das sah mit 1600 noch was sehr critical aus. Es ist doch so stumm. Es ist doch so stumm. Okay. Klatsch. Flippe. Wenn ich den anderen angreife, wobei es ist mit beide, ne? Flächenangriff. Der Flip war kein Klatsch. Yaruga! Ja, ist Technik ist schwach. Kann ich vielleicht. Wo schockt du? Bam! In seine Fresse rein. Kakakekoi! Bam! Level up! Ich starte schon auf. Achso, nein. ST steht für. Nein. Aber doch, steht ST für die Stufe oder für die Stärke? Ich meine, dass Ruffy auf Level 40 startet im Spiel, okay. Aber. Hm. Ich fange das Spiel echt mit auf Stufe 40 mit allen an, ja? Well, okay. Sind ja auch schon ein bisschen rumgekommen, die Strohhüte. Aber dachte halt, irgendwie das Spiel macht oder sagt trotzdem, dass die für das Spiel neu anfangen. Es wird noch resettet? Oh nein, dann verliere ich meine ganzen Fähigkeiten wieder oder was? Dafür sieht genauso aus wie ich, wenn ich Nami sehe. Ich glaube, das bin ich, wenn ich Nami sehe. Ah, Zorro. War klar, dass der sich verlaufen hat. Zoro! Oh, Luffy! Minna mo isho ka? Ah, ato wa Brook dake da. Maigo no Marimo ga kaette kigatta. Dare ga Maigo da? Omee da yo, kuso Marimo! Enka shitoru bike ra! So, dann haben wir mal den dicken Gorilla oben. Ey, das sieht aber komisch aus. Okay, ich muss Nami heilen. Gegenstände. Items. I'm in a poison. Ein Vitalapfel. Super Vitalapfel. Wie, der kann nicht benutzt werden. Achso, ich soll den Super Vitalapfel nehmen. Na gut. Da, Nami, ich fütter dich mit dem Apfel. Moin. Cool. Verteidigung und Mumm erhöht. Sie ist wahrscheinlich auch Techniktyp, ne? Okay, ich kann durchswitchen nochmal. Wer angreifen soll zuerst? In den Gruppen jeweils. Ach nein, generell. Ich bin jetzt dran und deswegen kann ich trotzdem sagen, wer jetzt hier zuerst Sachen macht. Na gut, aber Nami kann ja erstmal die Tempo Swing Arm.
Ein Happiness Punch. Ich glaube, ich weiß, was für eine Attacke das ist. Hey, die Attacke verfehlt. Still totally worth it. Totally worth it. ja. Greife zuerst Gegner mit vollen Anzeigen an. Okay. Aber es ist ja mega dämlich. Das vergesse ich all diese ganzen Attacken schon wieder, oder was? Das ist ja... lästig ist das ja. Mal hier den Kong gleich damit mal an. Ochienta Hrur! Krotomano! Bam! Kong ist ohnmächtig. Übler Klatsche. Wow, what the hell? Was sind Sie denn für Mr. Meeseeks, ey? Hey, I'm Mr. Meeseeks, look at me! Boah, Ruffy mal da natürlich auch haut voll auf die Kacke. Wobei, der ist gar nicht so gut gegen den. Macht er trotzdem. Bazooka. Ja, Second, ne? Sekundo. Boah, nimmt dein W20. Kritischer Treffer. So, jetzt. Ja, das macht hier Second, das sieht aber nicht aus. Thunderbolt Tempo! Generell alle werden angegriffen. Thunderbolt Tempo! Bam! Oi, Omae! Oroschimazo! Diablo Jump! フランバージュシャット。 Greift sie eigentlich normal an. Achso, einfach den Stab in die Fresse. Das liegt auch nahe. Macht der auch nochmal irgendwas? Oder hatte ich jetzt gerade nur krasses Glück? Was soll das so sein? Jet Bazooka! Hotspur direkt Verlauf löschen. Was hast du gefunden, Dago? Level ups. Mich interessiert gerade eigentlich nur eins. Wenn ihr mir sagt, dass die Stats gleich wieder zurückgesetzt werden im Storyverlauf. Ich will eigentlich nur wissen... Habe ich jetzt schon alle Fähigkeiten und es gibt danach nichts Besseres mehr? Habe ich jetzt schon am Anfang alles gesehen, quasi an Attacken, was das Spiel an Fähigkeiten und so weiter zu bieten hat? Oder muss ich mir das erst wieder arbeiten und dann geht's noch weiter? Gibt doch bessere. Na gut, okay.
Jiggle Physics und die passen dann auf. Oh ja, das fehlende Outfits. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Ach, ja. Ja. Frankie. Ist klar. Code も Size も申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。Der Größe und Härte des eigenen Siemens für Schiffs drüber. Wovon spricht er? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Aber solche Mods natürlich. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, Rickson, ich habe Gilgamesh besiegt. Nein, aber über. Aber über, Reyes. Über Mods. Ach, da ist er ja. Okay, es ist nur noch eine Seele, jetzt müssen wir seinen Körper erstmal wieder finden.肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私、骸骨だから肉ないんですけど。この辺りの潮から見て、かなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。いや、恐れ入ります。 ただいま。まさかあれが海賊。これ、見てみ、リーズ、ヒーザー、ウッドス。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ディエンズ。その起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。 Ah, jetzt zeigen sie mir nochmal die Rendersequenz, die wir vorhin schon gesehen haben. I mean, sure, why not? Die Zeit kann ich natürlich nutzen, um meine HP und meine SP mal wieder aufzufüllen. Denn Ruffy braucht Fleisch und Futter, um sich zu stärken. Ich brauche was anderes. Ja. Ich kann alles riechen. Ich bin unbesiegbar. Haben wir doch vorhin schon gesehen. Ach, Chopper ist einfach cute. Immer cute. Wobei ich, wie gesagt, rückblickend glaube ich, das Originaldesign von Chopper sogar noch besser gefunden hätte. Kennt ihr das? Das erste Design, das Oda für Chopper sich überlegt hatte, da war er quasi, ja weiß ich nicht, halben Kopf kleiner als Ruffy, auf zwei Beinen, dünn, hat immer eine Kippe in der Hand gehabt. Er sah halt mega Dulli-mäßig aus. Ich glaube, das hätte ich sogar besser gefunden. Kann ich nicht und mache ich nicht. Nein, Rickson. あの男は島に着いたのか? Ja, könnte ich schon. Aber ich tue es nicht. まもなくだ. Isomaせる必要があるな. Sie war Nico Robin, ne? Nico Robin がいるのだ. Ja, wahrscheinlich kann man da irgendwie Pornoglyphen oder sowas lesen, was? Insel der Stürme. Ist das dieses Dark Souls? Nein, ist das dieses Demon Souls, von dem wir immer alle reden? Locker ist die eingeschlafen, Richie. Da fällt mir gerade ein, Ruffy, ich habe ein Mädchen mit deinem Hut gesehen. Ja? Nami wartet auch darauf, dass Vanessa mir den Hut bringt. Kannst du einen Nami einfach erklärt machen? Was soll ich da erklären?
Dass die Gesetze der Physik bei ihr nicht greifen, oder? Und wir sind wieder genau da, wo wir gestartet sind im Tutorial. Achso, stimmt. Danke, der Sunny. Das sind ja diese Bärenpfötchen dann, ne? Bärenpfötchen, Löwenpfötchen. Bärenpfötchen. Physik. Mit F-U-S-I-K. Das stimmt, Eddie. Aber es war ja auch nicht so eine krasse Nahaufnahme. Tiefer ins Innere vordringen. Ich versuche mich zu beherrschen. Da kann ich nicht echt irgendwie sprinten, schneller. Ruffy ist so lahmarschig in dem Spiel. Furchtbar. Also das ist echt. Ich bin tatsächlich schneller, wenn ich so springe, als wenn ich laufe. Das ist wie in Ocarina of Time. Wenn du rumrollst und springst, bist du auch schneller. Das war auch das Ziel der Entwickler. Die wollten einfach nur sich an Ocarina of Time orientieren. Erkunden, ah, nee, ich bezweifle das. Aber, naja. Kann ich jetzt meine Gruppe anders zusammenstellen? Kampfcrew-Formation. Zoro! Habe ich nämlich hier Technik, Speed und zweimal Stärke. Passt doch. Diese mutierten Mega-Schnecken herausfordern? Scheinbar nicht. Boah, er braucht Turbo-Trader, ja, wer weiß. Vielleicht schalte ich das Sprinten ja auch später erst frei. Werde ich nie verstehen, warum Spiele einem sehr oft das Sprinten erst nicht erlauben, aber... Was ist das? Das ist aber eine seltsame Drohne. Sind das so zwei rote Pringles daneben dran? Feurige Pringles, scharfe Pringles. Okay. Richie, hör doch auf mit dem Salz. Es gibt kein Anleitungsheftchen. Feuerkoloss. Der blinkt. Ich habe das Gefühl, wenn ich den angreife, tue ich mir weh, weil der brennt. Oder auch nicht. Brennende Wahrheit. Was kannst du? Onigiri! Shishi Sun Sun! Machen wir erstmal. Shishi Sun Sun! Shishi Sun Sun!
sie ist schwach gegen ihn. Ah, mach Vater Morganas von dir selbst, um deine Abwehr zu steigern oder deine Ausweich zu steigern. Doppelteam quasi, ne? Joker, vielen Dank für den Sub. Ah, schon. Oh, ich kann Blutung hinzufügen. Nitoryu, yui. Crazy, krass sieht das aus. Ein brutaler Feuerkönig. Wenn es den brutalen Feuerkönig gibt, gibt es noch den sanften Feuerkönig. We don't need no water, let the motherfucker burn. Ruffy steht in Flammen. Was auch sonst. Ja, ich habe keine Heilgegenstände. Die meinen. Wobei, ich habe doch Bananenkrokodilpastete. Da wird keinen gefallen, Kameraden wieder zum Leben. Ah, oh, okay, ist ein Phoenix-Fehler quasi. Ja, ansonsten habe ich hier nichts. Bis Buletto. Das ist die Kugel, das ist nicht der Fleischklops, das ist nicht Bulette. So, ich weiß auch nicht, die sind einfach nur ein bisschen stärker oder was, die Attacken. Ich weiß gar nicht, ob die mir auch richtig wirklich viel was bringen. Swing arm. Swing. Ah, das ist das. Oder was ist denn Swing arm? Bevor wir die Attacken vergessen, lieber noch mal ein bisschen durchführen hier. Onigiri! Monster Strike. Bore no hou ga tsuyoi. Sore dake da. Wir passen das einfach vor Namis Face, das Berry-Symbol ist. Weil Money, Money, Money. Moneten. Yasha! Ore, tsuyoku natta ki ga suru. Kitsuyou na chikara nara, nokorazu te ni suru wa. Ja genau, der Typ, den habe ich ja schon im Trailer irgendwann mal auf dem Cover und so gesehen. Der sieht irgendwie aus wie Kagara, nur mit blauen Haaren. Aber es sieht auch so aus, als wäre Jinbei hier noch nicht dabei. Das ist ein echtes Crime. Mädchen, das den Strohhut hat. Meine Keime, meine Keime, meine Keime. Sie hat uns jetzt alle, sie schwächt uns jetzt wieder, oder was? Da sind wir wieder bei dem Marco und dem Lebensstrom, Final Fantasy 7. Aber im One Piece sind es Würfel. Die Marco-Würfel. Ja, das Marco-D&D. In der Welt von One Piece dasselbe wie der Lebensstrom. In Final Fantasy. Nein, okay. Ich verstehe schon, das Prinzip ist wieder die Erinnerung ja. Und sowas. Hat es uns jetzt abgenommen und aus den Würfeln werden wahrscheinlich vorherige Villains und sowas gemacht. Was seit tatsächlich seit One Piece Unlimited Adventure genauso ist. Was ist das?
Weißt du, wer das ist, wo der mit geheimnisvoller Mann vorbeht? Eieiei. Xeo und Hallöchen. Abunai! Gibt's eigentlich auch diverse extra Kostüme für die Charaktere freizuschalten oder bleiben die in ihren Standard Timeskip Klamotten? Okay, Vorbesteller gab es Free Times. Never Pre-Order. Und was soll denn das jetzt schon wieder mit der Textbox? Aber ja, es wird schon ein bisschen besser. Minimi, Hallöchen. Ja, da gab es nur die Vorbesteller-Sachen und sonst nichts. Als Outfits, das ist ja lame. Ja, wow. Feuerkoloss, sieh zu. Wobei. Wenn ich auf dem Lokus sitze, oder was? Neffels, hallo. Ey. Feuerkoloss wird sich das merken. お前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。 Cool guys, don't look at explosions. Not gonna lie, der Typ ist cool. Also für einen Filler-Charakter ist er cool, Mann. Ich find's nice, dass das so ein bisschen so ein Ganzlinger ist, weil ich finde, in der One Piece-Welt gibt's viel zu wenig davon. Es gibt eigentlich nur Yasop und Lysop. That's it. Ja, okay, Vanauger. Wobei Vanauger ist kein Ganzlinger, der ist halt ein Sniper. Ansonsten fällt mir spontan kein Charakter in One Piece ein, der wirklich absichtlich viel nur mit Pistolen kämpft. Ich meine, es ist keine Fingerpistole. Also, es ist cool, dass es mal einen gibt, weil ich finde, das ist ziemlich. Ja, wie soll man sagen? Underutilized. Wenn ich zu viel. Wenn mir die deutschen Wörter nicht mehr einfallen, ne? Mr. Five wirft Popel, das ist was anderes. Oh, er hat ein lustiges Haus. Am Haus des geheimnisvollen Mannes. ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがたいけど。Ja, Ben Beckman, du hast Ben Beckman literally noch nie richtig kämpfen sehen. Du hast einmal gesehen, wie er einmal mit dem Gewehr No Names umgepustet hat, also umgehauen hat, wie mit dem Baseballschläger. Und du hast einmal gesehen, wie er Kizaru bedroht hat. Ansonsten hast du ihn Kanon bisher noch nie kämpfen sehen. Keine Ahnung, wie Ben Beckman kämpft. Ja? Adio.
Hallo, Hofmeister David, wie geht's? Ach ja, Yasob hat man noch nie kämpfen sehen. Ich gehe davon aus, dass er so kämpft, ne? Aber hast du noch nie kämpfen sehen. Ja, come on. Jetzt zählt nicht jeden Charakter auf, der jemals eine Pistole in One Piece in der Hand hatte. Dann wäre Arlong auch ein Ganzlinger, weil er bei mir einen Kopf geschossen hat, oder was? Also. Ja, Joker, lass ich finde das gut. Lass ihn als geheimnisvollen Mann, ja, behalten. Okay, also ist das ihre Teufelsfrucht, ja. Ja. Es ist eine unfühlbare Logik, die Race da an den Tag legt. Jetzt geerbt? Oh.知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら。大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか。じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが?さっきも話したが、 リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから、俺も。Tochter, okay. Als gesagt hat, hat mit ihr neues Leben begonnen, habe ich an was anderes gedacht. Aber wusste ja auch nicht, wie alt sie sein soll oder wie alt sein soll. この島も特殊な性質を持っているから、外の世界の常識が通用しないことも多い。 手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって?ま、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰って来られる危険度だな。本当か?騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ。そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。 Cutscene after Cutscene. Messi und Kuwasete, ja, ich sag das danach. So. Du da, gib mir meine Fähigkeiten wieder. Ja, dich meine ich. Willst du gar nichts essen? Ja, genau, da war ja was. Nom, 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 nom. Na gut, dann gehen wir da rein. Gehen wir in das geheimnisvolle Haus von einem geheimnisvollen Fremden. Oh, großer Truhe. Er hat so fein säuberlich gegessen, dass noch nicht mal die Teller dreckig sind.
簡単に耐えられちまった。Sprich mit dem geheimnisvollen Fremden. Ara, ここ風が気持ちいいわね。Oh, Schatztruhe. Kreiselschnecken-Pescatore. Was ist denn Pescatore? Oh, das sieht aus wie ein geiler, geiler Fruchtpunsch hier. Tutti frutti, Alter. Ja, das stimmt, aber wo ist Zorro? Warum sieht Zorro, wo ich hingehe? Bronze-Fledermaus-Suppe. Okay. Das ist aber ein nervtötendes Geräusch. Sollte ich die ganze Zeit machen? Achso, ich kann. Ich darf wieder springen. Das Geräusch kommt nicht mehr. Wo willst du hin? Zu einem funkelnden Ding vor 2 Meter vor meinen Füßen vielleicht. Oh, hallo, Brooke. So, es gab auch einen Mann. Dann würde die Kamera sich unweigerlich in eine andere Richtung bewegen, wo ich bin. Oh, er ist jetzt in meiner Gruppe. Kann ich den jetzt auch im Kampf benutzen? Oh, cool. Ah, das ist nice. Stell dich auf die Probe. Ich mich selber. Ah, guck mal, jetzt kann ich ja nicht laufen. Wahurdo. Sono Kao. Wahurdo no Namai wa shitteru yo da na. So. Koko ga densetsu no shima, Wahurdo da. Das ist dieses Breath of the Wild, von dem wir mal alle reden. Ich hab so, wenn ich jetzt schon wieder diese komischen, hässlichen Glubschköpfe da sehe, habe ich so das Gefühl, dass das Spiel auch keine besonders große Enemy-Variety hat. Kann das sein? Lass mich raten, ich kämpfe immer wieder gegen dieselben Reskins, derselben 5 Charaktere oder so. Das wäre schade. Mir ist Abwechslung bei den Kämpfen tatsächlich immer unverhältnismäßig wichtig. Okay. Ja, ich kann die halt ambushen. Und dann wissen sie nicht, wie ihnen geschieht. Ambush! Kirschtreffer, ne? Ui. Aha. So schwach kann ich, scheine ich aber gar nicht mehr zu sein, wenn ich mir angucke, wie viel das abzieht. Sei mal
いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。Nur schade, dass wir nicht gesehen haben, wie Adio überhaupt irgendeinen Move gemacht hat. Bobo Vogelei. Oh. Jetzt Kampf gegen diese hässlichen Horrorschnecken hier. Die sind aber auch brutal hässlich. Jesus! Don College Schnitzel. Zieht das mit dem Kampfsystem eigentlich noch an oder bleibt das so? Weil bisher finde ich es. Ich will nicht sagen, dass am Anfang ist, aber ich nicht beschweren, aber. Bisher finde ich es sehr anspruchslos, ehrlich gesagt. Ah, jetzt bin ich Stufe 2. Wow, okay. Ja, natürlich nicht. Immer diese Invisible Walls. Lass mich doch einfach da lang latschen, wo ich will, Mann. Okay, was lauert da drin? Noch ein hässliches Tier oder irgendwie ein Charakter aus der Vergangenheit? Wow, das war aber kurzes Vergnügen mit dem Typen. Bartholomäus-Mauer, ne? ここは自然に風化した状態ではないわね。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは、ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのように ノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれない。待て待て。アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ？Beobachtet? Das ist, wie ein Geruch, es erinnert Chop an etwas. Lysop hat gefurzt. Das ist alles. Sind das diese Sonai-Ruinen? Das Tears of the Kingdom oder was? Tim fällt. Was ist denn da los? Tim, hallo! Moinsen! Was ist denn da los? Hallo, hallo! Wenn du es denn wirklich bist. Ehre! Absolute Ehre. So, warte mal jetzt. Panikstein. Was nehmen wir mit Panikstein? Keine Panik. Kann ich hoch, oder? Kann ich da hoch? Hä? Oh, sei ernst jetzt? Okay, musste ich so machen. Oh ja, es ist wirklich. Ehre. Ehrenmann. Tim ist bester Mann. Dass du dich hierher verirrst, meine Güte. Weil man das in Rollenspielen so macht, Lysop. Was? Accessoire? Das ist eine spitze Schnecke und ein. Na gut, ein Helm. Achso, Ausrüstungsgegenstände sind es. Ich finde es schade, dass so wenig Spiele die Charaktere wirklich die
Sachen tragen lassen. Das ist ja so selten, dass, ich habe jetzt nur das eine Ding, das kann nicht, also Ruffy ausgerüstet, ja. Ist ja so selten, dass wenn du irgendwie Ausrüstungsgegenstände findest in dem Spiel, dass die Charaktere den auch wirklich tragen. Ich finde es immer mega cool, wenn das wirklich geht. Aber es ist wirklich selten. Zumindest in JRPGs. In westlichen RPGs ist es natürlich gang und gäbe. Aber so in JRPGs ist das super selten. Ja. Sehr gut. Ja, heute ist, glaube ich, nicht so viel los, aber trotzdem sehr schön, dass du da bist, Tim. Sehr schön, es freut mich sehr. Danke. Ihr kleinen Rübenschweine, benehmt euch. Ich glaube, wenn ihr das finden wollt, findet ihr davon genug Sachen im Internet, wenn ihr das googelt. Aber nicht bei mir hier. Wir haben doch vorhin gesagt, wir lassen den Weep in uns drin. Wir lassen ihn nicht raus. Ja? Wir erden uns. Jo. Okay. Na komm, eigentlich müsste ich doch mit Ruffy jetzt hier Gum-Gum, was auch immer, und dann darüber, ne? Aber na gut. Wir spielen das Spiel nach seinen eigenen Spielregeln. Verwirrungsblüte. Ta-ta-ta-ta. Taco hat gerade danach gesucht, ja. Deswegen schreibt Taco auch nichts mehr. Weil er ist jetzt beschäftigt mit Dingen. Vor allem, es passt sehr gut, ne? Sanji sagt zu Zoro, bleib hier, lauf nicht wieder rum. Und Zoro sagt, nein, muss ich nicht. Und läuft weg. Was zum... Oh mein Gott, das ist der zornigste... Das zornigste... Was ist das? Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ein Pikachu, das ganz viele harte Jahre hinter sich hat. Meth, not even once. Was ist das für ein Meth-Pikachu, Alter? Ich wollte Gegnervielfalt, das ist wahr. Aber das Ding macht mir Angst. Ich glaube, er kann in meine Seele sehen. Oh, Sascha, Hallöchen. Na klar, dass das Sascha anlockt. Anime-Bubis. Nami, watashitachi wa hashi mo kuzushiteiru shi. Chotto to wa ienai wa. Sonna koto itteru baai ka! Yaru zo, minna! Konna yatsura ni makete rarekka! Omae ja taikutsu shinogi ni mo nariya shine. Ah, okay, das sind diese Bronzefledermäuse, die man scheinbar zur Suppe verarbeiten kann. Erst Tempo, das heißt, Technik ist schlecht. Und wie konnte ich jetzt mit Nami bewegen? Ich konnte doch in einen anderen Bereich latschen. Aber wie ging das? Man könnte es einfach so machen. Ist sie jetzt in den anderen Bereich? Ja, okay, es steht neben Zoro. Das heißt, wenn ich den dann angreife, dann ist der entsprechend. Nami hat schon angegriffen, deswegen kann sie nicht nochmal.
beim Punch. Er schlägt mit seinem Schwert oder steht Punch. Okay, Rückstoß, dann hat er den anderen noch umgehauen. Wutsch, wutsch. Zimsen Flinsen. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Todeseichhörnchen. Ja, das sieht aus. Das ist Meth-Eichhörnchen. Dem will ich auch ins Gesicht treten. Hilfe. Das sieht aber. Boah. Ich glaube, der wird mich. Todeseichhörnchen wird mich heute Nacht in meinen. In meinen Träumen verfolgen. Da würde ich. Da wäre ich auch gleich ohnmächtig hier. Komm, noch wieder, die weniger hilft. Aggressives Zubat. Wie gesagt, ich will mich nicht zu viel beschweren, ne? Ich habe mich auch bei Rebirth beschwert am Anfang, aber wird es noch anspruchsvoller, weil es ist echt sehr stumpf, das Kampfsystem bisher. Es ist ja wirklich nur halb an. Und die Gegner sind im Verhältnis zu mir, glaube ich, so schwach. Also. Da musst du ja komplett besoffen spielen, damit du hier überhaupt irgendwie, glaube ich, Probleme bekommst. Ich meine, da explodieren leuchtende Würfel vor meinem Gesicht und es macht so ein Würzelchen Schaden. Das Drogen-Pikachu da spinnt sich 8 Minuten lang in der Luft und dann auch so wenig Schaden. Und Sanji stupst es einmal mit dem Fuß an. Aber gut. Leider nicht außer die Secret Bosse. Okay, wow. Aber immerhin gibt es Secret Bosse, ja? Okay. Das hätte ich gar nicht erwartet bei so einem Spiel. Kann Ruffy mal wieder aufwachen, bitte? Jetzt mach das hässliche Ding da mal weg. Okay, Nami kann aber hinlaufen. Guckt ihn euch an, ne? Dieses Eichhörnchen. Der ist so richtig seine Hackfresse. Das ist bestimmt auch. Der ist so richtig unangenehm so. Der ist so im Kampf, der greift euch nicht nur an. Der erzählt euch auch irgendwelche unangenehmen Sachen. So wie der besoffene Onkel auf jeder Familienfeier. So slightly racist Dinge, die so aus der Welt und der Zeit gefallen sind oder so. Hör mal, ich bin der Tod, das Eichhörnchen. Sag mal, kannst du mir mal im Umzug helfen? Dann sagst du ja und dann so. Oh, das ist super. Wir sind zu zweit. Ich habe 8 Sofas und 3 Kühlschränke zu Hause. Ich wohne im 5. Stock. 500 Kilometer von hier. Unter der Woche. Danke, dass du mir hilfst. Und es ist einfach nur alles unangenehm daran. Einfach nur alles. Und ich denke so, oh nein, Alter, Todeseichhörnchen. Tu mir das nicht an. Bam! Hilfe, ey. Es gibt Auto-Battle. Das ist mit R2. Spiel beschleunigen. Ja, wenn du nur Auto-Battle machst, dann ist es ja noch stumpfer, weil dann guckst du den Charakter, dann guckst du dem Spiel ja nur dabei zu, wie es sich selbst spielt. Da kannst du auch gleich Final Fantasy 13 spielen. Wenn du das willst. Level up. Okay, dann probiere ich gleich bei den Auto-Battle aus. Das ist ja dann mega dumm. Dann läufst du ja wirklich nur von A nach B, bis die nächste Cutscene, die nicht vernünftig animiert ist, kommt.
Das wäre ja. Na gut, du musst mir nicht mal beim Umzug helfen, ich mach das allein. Wir haben das Drogen-Pikachu vertrieben. Das ist wunderbar. Da leuchtet was. Ja, ess ihn. Ich will sehen, was passiert, wenn du diesen Würfel isst. Stoßschlag. Gum-Gum-Rakete. Observationshaki. Gum-Gum-Pistole. Gum-Gum-Bazooka. Gum-Gum-Gatling. Schlitzer. Türschneider. Onigiri. Tatsumakide. Klopfer. Dieb. Cyclone-Tempo. Midnight-Ship-Tempo. Schuss. Pulverkugel. Lysaps-Gummiband. Tritt. Motorenschotte. Bassenkotte. Schlag. Heilung. Pflege. Armpointo. Trinte für Flippe. Deine Eltern ein Technik-Anliegen haben, das Gerät leer ist, 45 Minuten für 9% Akku braucht. Warum sollte es auch nur 5 Minuten dauern? Matt? Ich verstehe nur Bahnhof, aber es klingt nicht wie eine Erfahrung, die ich gerne machen möchte. Okay, je mehr ich von diesen grünen Kugeln einsammle, desto mehr Sachen bringe ich zurück. Was sagt eigentlich How Long to Beat? Wie lang ist das Spiel? Zerstörbare Mauernfelsen. Okay, die Dinger sammle ich ein und kann ich quasi den Skilltree von den Charakteren ausbauen. Also Observationshaki sagt mir, ich kann die Dinger da gut machen. Warum muss ich jetzt First Person sein, um das zu machen? Aber fair enough. Shishishi. 30 bis 35 Stunden. Ja, leck mich am Arsch. Negativsamen. Keine Fähigkeit. Gummugumua! Gatulinge! Bam, bam, bam! So, das heißt, wenn ich jetzt hier Taktik. Dann gucke ich mir einfach nur an, wie die sich jetzt gegenseitig bekämpfen oder was. Ich drücke gar nichts. Also wenn dir Devs direkt von Anfang an anbieten, dass sich das Spiel alleine spielt, ne? Ohne dass du selber was tust. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Dann haben die, glaube ich, nicht so sehr Vertrauen in ihr eigenes Produkt, in den Spielspaß ihres eigenen Produkts, oder? Kann das sein? Wobei, das Command ist Podcast Race. Was ist denn das? Wieso geht das? Wieso geht das Command nicht? Das ist doch Podcast sein. Wenn ich gucke, scroll einfach unter den Stream, da findest du wieder die Links. Kinder, ihr müsst ja nur die Augen aufmachen.
finde ich das. Warum das Command geht, weiß ich jetzt trotzdem wieder nicht. Ich habe gelogen, scheinbar. Bubendi! Bubendi Testerburger, Bu! Bubendi Testerburger, Bu! Und hätte somit zumindest ein Anrecht auf... Bubendi! Lüge! Bubendi! Ja, ich meine, stimmt schon. Was Tim schreibt, ist richtig, ja. Gerade die Japaner sind ja manchmal so... dass sie dann sagen... ich sehe das als eigenen Anime-Film oder so, was hier so abgeht, und ich will das vielleicht nur sehen. Aber wenn ich das nur sehen will, kann ich mir doch auch ein Let's Play oder so oder ein Walkthrough von irgendwie auf YouTube angucken. Weil ich behaupte einfach mal, zu jedem Spiel, was es gibt auf dieser Welt, gibt es irgendein... da kann ich jetzt nicht ran. Gibt es irgendein... Walkthrough von irgendeiner Person auf YouTube, oder? Egal von was. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass das Ding noch hässlicher und gruseliger werden kann. Alter! Kill it with fire! Was ist denn mit ihm los? Alter, Hilfe! Das ist jetzt das Todeseichhörnchen, das ist jetzt das Meth-Pikachu, was vom Joker-Giftgas getroffen wurde. Hilfe! Darf ich dir meine Wange Süßigkeiten zeigen? So ein Eichhörnchen ist das. Hilfe! Das ist kein Melon. Ich will die Melonen von dem Hörnchen nicht sehen. Nee, du. Hilfe! Das ist ja... schlimm. Ganz schlimm. Schöne Aussicht. So, wie komme ich jetzt hier am schnellsten wieder runter? Achso, da. Scheinbar so. Ist das so richtig? Da kann ich doch noch hin, oder? Ach, guck mal da. Moinks. Ja, Hojo ist in die One-Piece-Welt geflohen. いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ちわりい色したコウモリが群がってるじゃねえか。安心して。あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば、私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。Das ist überhaupt nicht wert. Wobei ich auch sagen muss, sie haben sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben bei der Inszenierung, als ich das von anderen Anime-Lizenzspielen gewohnt bin. Meistens. Muss ich auch mal sagen. Aber ja, das Spiel spielt sich jetzt selbst. Das Schlimme ist, ich muss sagen... ich vermisse gerade auch nichts. Weil... das Kampfsystem war jetzt bisher nicht so anspruchsvoll. Also vielleicht doch ganz gut, dass sie das, den Autoplay-Modus reingemacht haben. Ah, das ist doch... oh, weiß ich nicht, ey. Wenn du selber das Spiel... jetzt ist das Ding nice. Eiser. Meine Freundin hat zum Beispiel Xenoblade Chronicles geliebt, fand die Kämpfe aber zu eintönig und hat es auch eher wie ein Film gespielt. Ja, das kann ich auch verstehen. Tatsächlich, Xenoblade mag ich auch total gerne. Aber das Einzige, was mich kurioserweise da nicht so sehr begeistert, ist auch das Kampfsystem, weil es... weiß nicht. Ich mag persönlich einfach gar keine MMOs. Gibt mir einfach nicht viel, das Kampfsystem von den meisten MMOs. Und obwohl ich alles an Xenoblade mochte, hat sich das Kampfsystem für mich immer ein bisschen mehr nach MMO angefühlt. Nur, dass du halt nebenher ein bisschen ausweichen musstest. Und das fand ich schade. Das fand ich wirklich sehr schade. Aber trotzdem habe ich das dann auch selber gespielt. Ich weiß nicht. Also. Ah. Zorros Würfelfragment.
zaubert einen eigenen Würfel. Okay. Aber hier unten war doch auch noch eine Schatztruhe, oder? Habe ich jetzt schon eingesammelt. Ne, warte mal. Ah! Da unten war eine. Ruffy darf beim Fallen aus großen Höhen bitte keinen Fallschaden bekommen. Ansonsten würde das so gut wie allem widersprechen. Na gut, okay. Vielleicht habe ich mir auch eingebildet, dass da noch eine andere Schatztruhe war. Falls ich die Crew mal austauschen will. Ja, und jetzt? Sate. Ah, gucke mal. Okay, ich kann aber auch tatsächlich mit den anderen rumlaufen. Das finde ich gut. Muss dem Drang widerstehen. Nein. Nein. Aber ich möchte mit Chopper rumlaufen. Chopper! Weißt du auch ehrlich gesagt, ich meine, das ist Meckern auf hohem Niveau dann. Aber ich finde es immer lame, wenn du Chopper in dem Spiel steuern kannst und beim Sprinten verwandelt er sich nicht ins Rentier. Weil ich meine, Unlimited Adventure war das tatsächlich so. Und das fand ich nämlich echt cool. Aber ich kann jetzt hier nicht. Komme ich hier nicht durch mit ihm. Ja, ich bin. Ich hab auch, war auch gegen Ende stuck tatsächlich bei Xenoblade Chronicles 1 damals. Gegen Ende war ich da echt stuck irgendwann. Und dann musste ich mir. Weil ich nicht mehr weitergekommen bin, egal was ich gemacht habe. Ich habe einfach, glaube ich, irgendwelche Fähigkeiten falsch geskillt oder was. Und dann kam ich wirklich nicht mehr weiter. Und dann musste ich mir so das letzte. Ich weiß nicht, so die letzten anderthalb Stunden oder so musste ich mir dann auf YouTube angucken. Aber ich war irgendwann nur noch gefrustet und hab dann gesagt: Ah, nee, ich mach jetzt nicht mehr. Ah, mit Zorro. Kann ich nicht, okay. Zorro kann das zerschneiden. Na gut, okay. Aber er kann jetzt hier so... Ah doch, kann er. Die zerstörbaren Mauern können von allen zerstört werden. Tim, wenn ich ihn schon mal hier habe. Hast du denn? Ich sag mal so, falls du nicht gesehen hast und du mal 4 Stunden deines Lebens nichts Besseres zu tun hast, wobei ich davon ausgehe, dass du selten solche Momente haben wirst, aber wenn du 4 Stunden deines Lebens mal nichts zu tun haben solltest, kann ich dir nur empfehlen, mein Final Fantasy 7 einfach erklärt Video zu gucken. Wenn du mein Kingdom Hearts Video oder meine Kingdom Hearts Videos mochtest, dann wirst du das lieben. Mir haben viele Leute gesagt, das ist mein Magnum Opus. Tatsächlich. 4 Stunden lang die gesamte Welt von Final Fantasy 7 sich erklären lassen, inklusive aller Romane, aller Spin-Offs, der Filme und so weiter und so fort. Wenn man da Bock drauf hat, hat man da, glaube ich, eine gute Zeit. Kann ich dir ganz uneigennützig mal empfehlen. Ja. Oh nein, nicht zurück. Aber kann man das irgendwie provozieren, dass die ineinander krachen, die Gegner, oder ist das random? Sanji gut. Hier ist ein Planet der Affen. Wow, okay. Ist jetzt keiner dieser Science-Fiction-Filme, die bekannt sind, die mich jetzt so krass geflasht haben. Weder das Original, noch das Tim Burton Remake, noch die Sachen, die jetzt hier vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren oder so rauskommen. Oder den neueren da. Den fand ich ganz nice. Mit Caesar. Den danach fand ich schon nicht mehr so gut und den neuesten habe ich auch gar nicht gesehen. Der läuft doch jetzt im Kino, oder? Aber morgen gehe ich in dann Alles steht Kopf 2. Ich glaube, der wird gut.
Ballestück Kopf 1 war mega gut. Ruffy, nimm das mal. Danke. Lysopsilfe mit. Ju. So, hoch da. Oh. Muss ja schnell sein, oder muss ich da... Komm ich ran. Dann laufen wir mal rechts rum. Oh, hier kam ich doch her. Hier eine Minimap? Ja, habe ich unten links. Ich bin ein bisschen lost. Ist hier noch irgendwas, was ich kaputt machen kann? Gerade. Hier bin ich gerade durchgegangen. Und da bin ich rangekraxelt, aber ich komme auch nicht mehr zu was anderem hin. Ich kann ja einfach runterspringen. Okay. Never mind. Dann bin ich wieder beim Anfang. Okay. Lieblings-Star Trek-Serie? Ich würde sagen Next Generation oder Voyager. Wobei Next Generation. Mit Picard. Ja, doch. Ich glaube, Picard fand ich am besten. Picard und Data und Worf und. Freaking Jonathan Frakes. Ich glaube, Next Generation. Jolly LaForge. Das fand ich, glaube ich, am besten. Oh nein! Das unangenehme Onkel Pikachu hat seine beiden Fußballkumpels noch mitgebracht. Ah. Ja gut, das Spiel macht das schon für mich. Antu, aber nein. Einige Gegner tragen Wild im Namen. Sie sehen vielleicht genauso aus wie Gegner, die du schon kennst, aber sie sind viel gefährlicher, denn sie sind ja auch Wild. Achte genau auf ihre Schwächen. Verbrennung, Frostblitz. Aha. Ja, macht Sinn. Bam. Der drehende Zerquetscher. Eine ganze Bande von denen, ne? Aber vor allem, warum wechselt sie denn spontan ihren Klimataktstock, wenn sie ihre Attacke macht? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ein bisschen dämlich. Ich muss es mit Ruffy besiegen. Aber ich habe es mit Sanji besiegt. Und jetzt... Was habe ich jetzt verpasst, dadurch, dass ich nicht mit Ruffy besiegt habe? Ja, lauft weg! Verbreitet eure Verschwörungstheorien woanders.
Gehen wir zu Adios Haus. Wobei, ich habe doch jetzt im Inventar diese Würfel. Kann ich mir den würfeln? Würfeln. Kraft des wilden Todes, Eichhörnchens. Ach, jetzt checke ich das erst. Das ist hier wie... Das ist hier, wie der Koffer in Resident Evil. Ich muss ja quasi Inventory Management machen. I see. Aber es war trotzdem nicht das, was ich machen wollte. Hier nicht verwendet werden. Ah, I see. Würfelfragmente kann ich hierfür benutzen, dann kann ich das pushen. I see. Na gut, latschen wir wieder zurück. Aber natürlich nicht, bevor wir von einer Katze unterbrochen werden. Häuser. Natürlich ist er Arzt. Als ich ihn gesehen habe, habe ich ja eher so gedacht, er ist Steuerberater. Aber Arzt passt natürlich auch sehr gut. Er hat eine Enzyklopädie geschrieben. Okay. Alright. あいつどこ行ったんだ話だけ話したらどこかに行ったわねでもなかなか面白そうなものをくれたわね洞窟で襲ってきたリスミルビューに耐えずにそっくりだったな. Wo ist Frankie eigentlich? Warum habe ich den jetzt gerade nicht am Start? Ja, der sie! Ah, anotoki no sora ni ukanda shima ka. Shiki ni tsurete ikareta shima ne. Asoko ni wa kyuubu nante mono wa nakatta ka na. Demo, Adio to Rimu no hanashi wa hontou datta mitai ne. Ah, tashika ni kyuubu to tomo ni chikara ga modotta na. Adio no yu... Ah, mit Chopper kann ich hier durchgehen. Guck mal, weil das so niedrig ist. Adio no yutori ni sureba sugu ni torikaese sou da na. So eine nette Idee. Yaku ni ieba shibaraku wa aitsura no iinari tte koto ka. Toriaezu shikata nei daro. Wäre es natürlich auch sinnfrei, wenn ich jetzt, obwohl ich jetzt nur mit Chopper dadurch konnte, auf die anderen Charaktere wieder wechseln kann. Aber ich gehe davon aus, dass ich das kann und darf. Yosh! Natürlich darf ich das. Eieiei. Atashi no deban ne! Brauche ich dann Ruffy? Okay, dafür brauche ich dann wirklich immer Ruffy. Kann mit ihr gar nicht zielen. Aber bringen tut es mir direkt nichts. Gekrümmtes Horn.
komme ich hier wieder runter? Springen kann ich nicht. Lass mich doch runter hier. So. Schnellreisepunkt oder sowas? Was ist das? Binnenmeertafel erhalten. Aha. Was kann ich damit machen? Da darf ich scheinbar nicht lang. Da auch nicht. Hier komme ich oder darf ich auch nicht lang? Aber die Oberwelt finde ich tatsächlich dann doch, wenn ich sowas hier angucke, verhältnismäßig hübsch gestaltet. Ja. Yes. Habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Muss man auch mal sagen. So, ne, da kam ich her. Hier komme ich zwar auch her, aber hier soll ich wieder hin zurück. Hey, die komische Stecke, die lassen wir jetzt mal links liegen. Oh Mann, aber auch noch nicht. Eignet sich eigentlich perfekt für so einen Bossfight. Dieser Strand hier, dieses Areal. Großer leerer Platz. Du da! Muss dran glauben. Lady ga matte ru tte iu no ni mattaku yabo na yatsura da ze. Yaru zo! Koto! Jara! Ore tachi wa saki ni sumu. Zuckerspur. Natürlich. Als ob die diese Truhe nicht aufbrechen könnten, wenn sie das wollen würden. Kroko-Erdbeere. Schrott. Geil. Ganz wichtig, sowas mitzunehmen. Schrott. この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、
戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ははは、前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから。お前たちが出会ったあの巨像、強かった。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。Ich merke gerade wieder。Dass der Twitch, dass ich den Twitch-Chat wieder bei mir im Chat nicht sehe, den ich eingeblendet habe. Ihr habt auf Twitch geschrieben und ich sehe es nicht. Es tut mir voll leid. Ich habe euch nicht ignoriert, ich habe es nicht gesehen. Was erlauben fucking Lumia-Stream, Alter? Ich habe mich so darüber gefreut, dass das alles All-in-One-mäßig gut funktioniert. Und am Arsch. Am Arsch. Ich sehe es schon wieder nicht. Gar nichts sehe ich hier. Ist zum Kotzen. Zum Kotzen, sage ich euch. Wieso sehe ich das nicht? Meine Fresse. Meine Fresse. Jetzt sehe ich es, glaube ich, wieder. Ayasa hat jetzt geschrieben, um 21.54 Uhr, kein Stream oder technische Probleme. Kennt man doch. Ja, irgendwie schon, aber es liegt ja nicht an mir. Ich habe es ja nicht, glaube ich zumindest. Ich habe nichts verändert, ich habe nichts kaputt gemacht. Der erste Stream nach dem Umzug hat so gut funktioniert. Ich glaube auch. Siehst du, ich glaube auch. Ah, und es geht schon wieder los. Warte, jetzt muss ich nochmal nachholen. Ich sehe zumindest auf Twitch selber, im Chat sehe ich noch, was ihr geschrieben habt. Ich lese das schnell hinterher, so ein bisschen. Ach, Timsen Flimsen ist Tim. Okay, hätte ich mir auch denken können eigentlich. Ah. Hast schon mit angefangen. Hast dann vergessen. Nein, nicht vergessen. Also wenn FF7 eins deiner absoluten Lieblingsspiele ist. Ich dachte mal, dein Lieblingsspiel ist Secret of Mana. Das hast du zumindest irgendwann mal bei Giga gesagt. Weiß nicht, ob das so aktuell ist oder nicht. Wenn das eins deiner absoluten Lieblingsspiele ist, dann musst du das unbedingt gucken. Also, Leute sagen, es wäre gut. Ja. Ach, Mücke ist da. Hallöchen, Mücke. Hallöchen, Mücke. So, ich glaube, ich bin jetzt wieder up to date. Es tut mir sehr leid. Doste, sore ga wakaru no? Kore de mo tankenka no hashikure da kara na. Kodou dekiru hanyi wa ore nari ni shirabete ru. Also Tipp, ihr merkt, was will die Kamera mir jetzt sagen? Robin mit Schlafzimmerblick und die Kamera sucht nur auf ihre Anime-Boobies. Ihr könnt merken, dass bei mir irgendwie mein Chat-Plugin irgendwie wieder broken ist, wenn das einfach nicht unterhalb von mir hier auftaucht. Der Twitch-Chat oder der YouTube-Chat, je nachdem. Ja. Das wäre wundervoll, wenn du das machen würdest. Geht's dir denn gut, Mücke? Hast dich gut von dem Urlaub erholt, eigentlich? Ist der Sonnenbrand weg? Wir wollen jetzt aber eigentlich hier bitte ihr Lager aufschlagen, wenn doch alle ihre Sachen weg sind. Auf der Sony und überhaupt. Adio.
一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの？Random Frage, da ich gerade Tomb Raider 1 bis 3 Remaster spiele. Magst du Tomb Raider? Also wirklich sehr random. Ich habe natürlich wie jeder früher auf der PS1 irgendwann mal Tomb Raider gespielt. Ich habe das aber nie... Vielleicht war ich, als es rauskam. 8, 9, vielleicht 10. Also ich habe Tomb Raider nie richtig durchgespielt. Die ursprünglichen Teile. Ich habe irgendwann... Tomb Raider, welches war denn das? Das war so mit Flashbacks und so. Das war aber noch nicht, bevor Square Enix das rebootet hat. Das habe ich irgendwann mal durchgespielt. Das Reboot, den ersten, habe ich auch mal durchgespielt, weil es im PS Plus drin war. Ja, ist okay, aber ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Vielleicht war es Legend oder Anniversary, vielleicht. Für ihren Papageien. Excuse me? Also ja, natürlich ist man traurig, wenn sein Haustier stirbt, aber... Come on! Ich dachte, das Spiel gibt dir jetzt... einen emotional stärkeren Hook. Piraten haben ihre Familie getötet oder sowas, aber nein. Es war ihr Papagei. Polly! Okay, der arme Papagei. It's so deep. Yago. Vielleicht war es das Grab von Yago. Und One Piece Odyssey ist relevant für Kingdom Hearts. Ihr Vater geil, ja, der Papa geil. Wow. So, Gruppeneffekte. Schmeiß eine Party, um sinnliche EP wiederherzustellen. Die erhalten Erfahrung für 10 Kämpfe um 30% zu erhöhen und die Chance auf Kritstärke zu verfünffachen. Leck mich am Arsch. Partybonus. Okay. Party, Party, Party. Schmeiß eine Party. Okay. Party, 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 Party! Party, Party! So, Frankie repariert das Schiff, deswegen ist er nicht dabei. Oh! Also auf jeden Fall gibt's hier... Gibt es hier ein Menü für andere Kostüme? Da wäre es ja auch weird, wenn es wirklich nur als Vorbestellerbonus andere Kostüme gegeben hätte. Oder? Let's party! Okay. Ich fand die Animation jetzt ein bisschen unterwältigend. Wie gesagt, One Piece Unlimited Adventure. Das hat auch richtig coole Animationen und kleine kurze Cutscenes und so.
Das fand ich jetzt nicht so. Aber okay. So, wo müssen wir hin? Wieder zu ihm hier. Ja, wir gehen. Zur Party. Folge Adio. Hihihi,今度はどんな場所に連れてってくれんのかな? あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか?それともアディオのことを言ってんのか?どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。 Schatztruhe und na gut, erstmal den Gegner. Luffy, DX, schön mit Öl, hauste Bauste, bis zum nächsten Mal. Ich so! Weiß auch nicht, wann ich den nächsten Stream anschmeiße. Vielleicht. Am Sonntag. Und mal sehen, was wir dann da zocken. Wie gesagt, ich hab ja gesagt, nächstes Jahr probieren wir mal ein paar Spiele durch. Mega Energieapfel. Elektroglühwürmchen. Ich würde gern einen Bossfight, whatever noch haben hier. Bevor ich das beende. Für heute. Weil ich vermute, dass wenn ich so einen riesigen Rubrix, weiß ich gar nicht. Ihr wisst schon diese mit den bunten Farben. Wenn ich so einen Würfel zum Großen erwische, dass da auch irgendwie wieder ein Charakter von früher rausspringt. Buggy oder sowas. Das finde ich cool. Ja. Aber wenn ich das so sehe, da habe ich gerade aus der Ferne so einen riesigen Vogel gesehen. Dann wird das wohl eher der Bossgegner sein hier. Ah! Hilfe! Okay, der hat mir aufgelauert gerade. Liest du auf Patreon, Gamble. Da hast du alle Infos. Ah, die kriegen ihre Level-Ups, ne? Als gäbe es keinen Morgen. Ich da nicht hoch. Wer schießt denn da die ganze Zeit wie ein Bekloppter? Ih, Spinne. Ach, da schießt gar keiner. Das sind die Blitze, die da einschlagen. Okay. Ich dachte, hier ballert einer rum. Mir egal, dass da gerade funkelt. あそこに行くのかよ。今の力を試すにはうってつけだね。次の2ラウンド、あは。全員まずはあいつを狙え。黙って見てるわけにもいかねえ。いや、ここはやるしかねえ。まあ、マラインしもばね。 Ja, ich mache es auf jeden Fall auf Patreon, mache ich jetzt die jetzt Video-Updates. Uneditiert. Einfach so. Weil das, glaube ich, trotzdem angenehmer ist für die meisten Leute, als einfach diese Wall of Text, die ich sonst reinschreibe.
Guten Tag. Da, großer Vogel. Bei Ruffy sind doch die Blitze egal, eigentlich. Eigentlich sind Ruffy die Blitze doch egal. Den anderen nicht, aber Ruffy. Ikazuchi no kyozou no hisomu. Raimei no ikou da. Bukatsu ni chikayoru na yo. Kyouretsu na kekkai. Kampfkoloss. Kekkai tte nanda? Miete no tori. Kaminari による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。ボイン。オッケー、sehr gut。なんだと。俺の体はゴムだからな。雷は効かない。sehr gut, dass sie das jetzt noch mal aufziehen.Sehr schön, du Hausbaust, bis zum nächsten Mal. Seeuferhöhle. Sieht mehr oder weniger genauso aus wie die Ruine, wo wir eben gerade schon drin waren. Oh. Gucke mal.Scheint rudimentäre Puzzle zu haben, immerhin. Jetzt habe ich den noch den Atzen auch wieder hier in der Gruppe. Die Gewitterwolkenruh. Für die Ine hat es nicht mehr gereicht.雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリア興味？ははは、探検家として興味ないわけがなかろうよ。ベリー、haben wir gefunden。Oh Gott, da ist wieder das komische Joker-Vieh. Hilfe! Die harten Folgen dem Weg des Blutvergießens. Okay. Ja, der fackelt nicht lange. Ist der creepy.Okay, es verblutet das Ding. Yarna, Luffy. Yasha. Kono Captain Usopp. Ich finde, sie kriegen relativ schnell Level-Ups alle, oder? Bilde ich mir das nur ein.So, ich muss so auf ihn drauf gehen. Fähigkeit verbessern. Mehr hab ich nicht. Britzel, Britzel, Bratzel. すごいこの装置雷雲を発生させてるわねクリマタクトとは違う仕組みのようだけどそこから雷が床を伝って走ってるそれは見せたんゼルダみたいですここで雷を研究してたってことは浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのかそうね無関係ではなさそうねじゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も
Der hat Auge gemacht. So ist okay. Muss man erstmal machen können. Ruffy ist ja egal. Ruffy kann ja da drauf. Das ist ein tolles Gerät. Aha. Das ist ein tolles Gerät. Was macht es? Es ist toll. No. Hat er mich ausgelauert? Kiri! Ja, jetzt erklärt mir das Spiel erst einmal kurz, dass ich da irgendwie bei dem Schalter was machen kann. Wer hätte es gedacht? Ja, komm, das ist offensichtlich hier. Piep. Boing. Frage ist nur, sollte ich das schon machen oder hätte ich da jetzt noch Sachen einsammeln können? Ich hasse das, wenn mir das im Spiel passiert. Ich will ja nicht beim ersten Mal den richtigen Weg gehen. Ach, gucke mal, wenn ich jetzt so. Jetzt gehen beide Türen auf. Wow. Never mind. Würfelfragment des großen Zorro. Ja, Chopper. Mir geht's gut, Mücke. Ich bin jetzt gerade ein kleines bisschen müde, weil es schon ein bisschen spät ist. Wie geht's dir? Erzähl uns doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Mach auf die Tour hier. Feuerelementschmuck. Ja, wenn ich Ruffy nehme, kann ich doch sicherlich. Genau, ein Würfelfragment. Kann ich mich darüber schwingen? Ja, natürlich. Chuxu. Nächster Reiseurlaub ist eine Schifffahrt. Ganz klar, wenn ich schon im Urlaub 7-mal geflogen bin, kann ich mal auf dem Meer sein. Oh, was für eine Schifffahrt, Mücke. Machst du eine Kreuzfahrt oder was? Das ist ja wild. Kreuzfahrt? Wo fährst du denn hin aufs Wasser? Die machen das schon. Niederlande und so. Und da fährst du mit dem Schiff rum, okay. Ja, gönn dir, Mücke. いい斬撃だな、ゾロ君。
Level up, level up, level up. Ich muss ja mal Ruffy haben. Es wäre irgendwie besser von der Menüführung her, finde ich, wenn du zum Wechseln des Charakters irgendwie so ein, ja, so ein Rad hast. Was es auch in vielen anderen Spielen gibt. Wisst ihr, was ich meine? Oh wow, ich bin genau wieder da, wo ich gestartet bin. War so nichts geplant, aber es war ein Gedanke. Oh, okay. Ich kann gerade aber eigentlich schon relativ endgültig. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr noch mal irgendwie Urlaub machen kann. Ich habe zwar noch Urlaubstage frei. Viele sogar, die ich nicht verplant habe. Könnte aber ein bisschen mau in der Kasse sein, weil der Umzug natürlich sehr teuer war. Peng, peng, peng. Jetzt greift er auch mal an, endlich. Du fandest, das Flug ist eine Wutmücke? Die meisten Menschen sagen eigentlich immer, was das für ein ekliger Fraß ist. Aber vielleicht war das ja auch das leckerste Flugzeugessen mit den Airlines, mit denen du geflogen bist, was es gibt. Keine Ahnung. Aber eigentlich sagen doch die meisten, Flugzeugessen ist eklig. Ich fand's... Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in meinem Leben geflogen bin. Ein paar Mal auf jeden Fall. Überlegen. Also, mal war es echt eklig. Mal war es akzeptabel. Und einmal war es echt okay. Aber es war, glaube ich, nie gut. Oh, ist das für ein crazy Beetleborg? Könnte auch ein Pokémon sein. Deko-Kerl? Das war ein Nashornkäfermücke. Das ist auch kein Deko-Kerl. Deko sehen anders aus. Klopp. Abzeichenangriff. Aber die Dekos haben doch auch so eine Art Rüssel, so eine Schnauze irgendwie. Eigentlich. Oh, was ein schweres Rätsel. Ob wir diese harte Nuss knacken werden. Und nochmal. Damit der Stromkreis da auch richtig geschlossen ist. Meine Güte, was? Das ist nur so eine Tafel. Das ist eine Tafel. Das ist eine Tafel. Das ist eine Tafel. Ja, Möcke, geh mal duschen. Besser ist das. Große Fledermaus. Versuchen wir mal zu umgehen. Goldgelee. Talapfel. Mua.
Das war ein großer Rage Cage da, ja. Schatztruhe. Mumm plus 42. Ach komm, wir können jetzt noch besiegen hier, bevor wir. Nochmal speichern. Wir sollten noch speichern, damit wir geheilt werden. Ja, schön mit Ö, Haus über Haus. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ich habe auch die meisten Pets schon besiegt. Ist ja auch spät. Ja. Es ist auch schon spät. Und ich finde jetzt ehrlich gesagt auch das Spiel nicht so spannend. Also, ich liebe zwar One Piece sehr. Aber, boah. Wie gesagt, wenn das Spiel. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine bessere Zeit, wenn ich das Spiel sich selber spielen lasse, anstelle davon, dass ich selber die Befehle gebe. Eieiei, das ist doch kein allzu gutes Zeichen. Die Resonanz so vom Chat ist jetzt auch nicht so überwältigend bei dem Spiel. Aber dafür probieren wir ja mehrere Sachen aus. Ganz klar. Ich bin mal gespannt, ob ich einfach nur so einen Klotz als Gegner jetzt gleich habe oder da jetzt irgendwie. Einen Gegner aus der Vergangenheit habe. Aber wenn man da so durch dieses verschwommene Blitzbild guckt, dann sieht das schon so aus, als wäre das wieder derselbe Gegner wie vorhin und mit einem gelben Reskin. Ja, ist auch so, ne? Also hier passiert auch wirklich nicht viel. Das ist auch wirklich nicht spannend gerade. Besiege den Donnerkoloss. Kampfkoloss! Juju, Chef, da wird was gefragt. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Das ist doch zum Kotzen. Warum ist denn das immer so? Ist das hier? Dass der da die Verbindung verliert. Das ist ja zum Kotzen. An und aus. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder an. Komm ich da hoch? Nee. Scheinbar nicht, aber dahinter ist eine Schatztruhe. Weil wenn wir jetzt auch sehen, dass das nicht ein Vergangenheitsgegner ist, den wir jetzt hier gleich treffen, dann ist das ja wohl auch vielleicht vergebene Liebesmühe, das noch hier schaffen zu wollen. Aber warte mal, ich glaube, alleiner schon auf dem Cover hinten. Nee, ist nicht. Aber ich meine, ich habe in Trailern einen Gegner gesehen aus der Vergangenheit. Einen Test schreiben. Nein, dieser Mücke auf YouTube, was? Nein. Also YouTube sehe ich dann tatsächlich immer noch nicht hier. Nee, sieht man immer noch nicht auf YouTube. Ich verstehe es nicht. Ich sehe auch nur Twitch. Also ich habe mir den YouTube-Chat jetzt noch zusätzlich wieder eingeblendet, deswegen sehe ich das auch. Aber im Layout ist nur Twitch, das stimmt. Ich weiß nicht warum. Ikopela, Hallöchen. Muss ich da den Leuten
nochmal auf die Füße treten von dem Programm. Also spezial für den Scheiß. Kann doch nicht sein. Oh, der Käfer. Haut den Omdo. Komische gelbe Zebra-Käfer-Dinger. Boing. まったく。まったく。ダダンダンダンダンダン。よ。よし、これだぞ。よし。便利な体だな。 Soll ich anfangen, die Dinger auszumachen, oder was? Damit ich die Barriere... Themen, Hallöchen! Mal gucken, jetzt habe ich das eine Ding ausgemacht. Ich muss jetzt wahrscheinlich alle deaktivieren. Damit ich da durch diese Barriere durchkomme. Würde ich mal vermuten. Die sind aus. Ich will noch irgendwie auf die andere Seite kommen, aber. Da kam ich ja jetzt her, ne? Da kam ich ja jetzt her. Gehen wir mal wieder hier runter. Bewegt sich kein Stück mehr. Oder muss ich die doch alle? Showcase? Showcases? Ich meine Xbox und Summer Game Fest. Na, Summer Game Fest war sehr mau. Summer Game Fest war echt sehr enttäuschend. Aber Xbox war diesmal echt gut. Also es war überraschend gut. Normalerweise waren in der Geschichte der Videospielindustrie waren die Xbox-Konferenzen meistens immer der langweiligste Furz. Aber die es jetzt gab, die war echt ordentlich. Muss man sagen, ja. Ich komme da jetzt auch nicht hoch. Fledermaus. Ach, mit Chopper kann ich hier auch durch. Ich gucke mal. Das habe ich nicht gesehen gehabt. Chopper. Chopper ist auf Krawall gebürstet. Rainbow Spartan Zero. Kann ich ja noch gar keine Meinung zu haben, weil es also, keine richtige Meinung, weil es ja nicht draußen ist. Aber unabhängig davon lässt mich das völlig kalt. Ich hasse die Tenkaichi-Spiele. Völliger Müll, meiner Meinung nach. Und verstehe nicht, warum die Leute das feiern. Gibt das beste Dragon Ball Kampfspiel schon, das heißt Dragon Ball Fighter Z, mehr braucht man nicht. Tenkaichi ist die dampfendste, größte Scheiße, oder eigentlich die größte, aber ziemlich dampfende Scheiße, ja. Okay, wäre mal besser. Tenkaichi hast du halt 8 Millionen Charaktere, die alle gleich sind, die sich alle genau gleich spielen, genau gleich anfühlen, teilweise genau die gleichen Attacken haben.
Jeder Kampf läuft gleich ab. Man fliegt vom Gegner weg, lädt sich auf, schießt irgendwelche Energiestrahlen und hofft, dass man den Gegner trifft. That's it. Völlig anspruchsloser Müll. Völlig anspruchsloser Müll. Und es sah auch immer bedeutend schlechter aus. Als alles, was Budokai oder so gemacht hat. Und ich finde auch, wenn ich mir den Trailer so angucke, das sieht halt so typisch Tenkaichi-mäßig aus, ne? Wenn du dir Fighter Z anguckst oder selbst Dragon Ball Z Kakarot, ja. Also Dragon Ball Z Kakarot sieht einfach teilweise besser aus als der Anime. Ist halt trotzdem ein Kackspiel, weil extrem repetitives, langweiliges, schlechtes Gameplay. Aber eigentlich müssten das ja Tenkaichi-Fans feiern, weil es spielt sich genauso wie ein Tenkaichi. Nur, dass du Dragon Ball Z Kakarot noch mehr machen kannst und wirklich eine Welt erkunden kannst, ansatzweise. Also ich weiß echt nicht, was man damit will. Weiß ich wirklich nicht, ey. Aber jeder so, wie er will. So, es wird nicht fragment. Da mach ich Ruffy wieder jetzt hier, ne? Yosh! Okay, ein kleiner Spider-Man hier. Ein Energieapfel. Hallo? Ja, dafür hat es gerade nicht gereicht, oder was? Ist ja lame. Würfelfragmente. Drücken wir jetzt einmal drauf. Und noch ein. Achso, müssen wir runterhopsen. Müsste das aus sein und müssten wir doch jetzt gegen das Ding kämpfen können, oder nicht? Bzoings, ja, es ist mehr oder weniger. Na gut, es ist schon ein kleines bisschen anders, sieht das schon aus. Als der vorige. Kleines bisschen. Jesus. Schreibt sich gerade um Kopf und Kragen, merkst du das nicht? Ah, das Metal Gear Solid-Ding sah furchtbar aus. Richtig furchtbar. Aber ja, vielleicht wirkt das gut auf Leute, die das Original nicht kennen. Es sah echt nach richtig lieblos hingeklatschter Scheiße aus. Mehr nach einem Remaster als einem Remake. Wobei, vielleicht ist es ein Remaster sogar besser, kann Konami nicht viel falsch machen, aber... Nee, nee. So, ich probier jetzt noch diesen Koloss hier. Dann höre ich glaube ich auf. Schade, ich habe gedacht, wir haben vielleicht als ersten kleinen Boss so den... einen aus der One Piece Story wirklich irgendwie. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Aber Lizard muss auch kämpfen. Ich glaube, Ruffy macht das Ding mal allein, oder? Mal. Yes, yeah. Ja, das zieht quasi gar nichts ab. Würde nicht geschockt, wenn er mit seinen Eisenschwertern den Blitzkoloss angreift. Ja, okay, halt Nami. Hey,
Kellerwärter, das ist ein interessanter Name. Servus. ちょっとは本気出さねえとな。 And he's down. War nicht mächtig. Kriege sogar doppelte und dreifache Erfahrungspunkte. Okay. Würfeltime. Oh wow, kinetic. Okay, Nagahana-kun? Sumane. Adio! Ome, sugena! Was für ein Susano hier. So, ieba, ii wasurete ta na. Ore wa kote kote no mi no. Die Ergreifenfrucht. Viel vielleicht, naja, früher habe ich auch Sonic gespielt. Habe einige Sonic-Spiele gespielt. Aber die. Ich glaube, alles. Na, Sonic Generations ging eigentlich, das war okay. Aber alles davor, oder ein paar Jahre davor, als was danach kam, war ja alles furchtbar. Also, nee. Was ist das? Also das ist eine Materia. Oder ist das riesiger Laich? Ist das Kaviar? そうか、わかった。 Kern des Donnerkolos. Mitakudasai, Smoker-san. Oh, Tashigi und Smoker. What the hell? Und ich dachte, es wären alles. Oder kommen die Charaktere wirklich selber auf die Insel? Ich dachte, es wären alles so Erinnerungs. あの光が灯る。一体の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。オッケー。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら。 厄介なことになるな。だが、まだ蓋が開いたわけではない。Der Deckel. Und was machen wir? Ein wenig Backtracking. Ja, also, es haut mich jetzt echt nicht so vom Hocker hier alles.
muss ich ja leider sagen. Und ich habe den Eindruck, den Chat auch nicht. Naja. Wir haben es probiert. Wir haben dem Spiel eine ernste Chance gegeben. Aber ich würde behaupten, wir streamen es nicht weiter. Ja. Aber wir haben noch ein paar andere Spiele, die wir ausprobieren. Vielleicht am Sonntag das nächste Mal. Mal sehen. Ja, ich denke, ich gehe jetzt offline. Kinder, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein kleines bisschen gute Zeit. Habt eine schöne Restwoche. Habt ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns am Sonntag wieder. Mal sehen. Lasst euch nicht ärgern. Esst immer schön euer Gemüse auf, sonst gibt es schlechtes Wetter. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö und Haunse Paunse. It's over! See ya! Vor allem war, wie eben einfach wieder der Twitch-Chat weg war. Ich flipp aus. Junge, 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 Junge. Ach Mensch, hör auf! Nichtskönner. Originale Nichtskönner, diese Leute von Lumia Stream. Bin ich im YouTube-Chat, hab den groß auf. Jetzt guck dir die Scheiße wieder an. Da soll ich zwei Chats draufstellen. Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Chat wiegt, oder? Ende! Einpacken jetzt! Ich flipp aus!